Erste Rednerin dazu ist Edith Mühlberg-Huber von der FPÖ. Sehr geehrte Damen und Herren, der Sammelbericht ergibt eine sehr gute Übersicht über die eingebrachten und behandelten Petitionen und Bürgerinitiativen. Der Ausschuss hat in der letzten Sitzung viele Themen behandelt und hat uns in erster Linie gezeigt, wie engagiert die Bürgerinnen und Bürger sind und ihre Anliegen bei uns eingebracht. Ich gehe näher auf die Bürgerinitiative Nr. 52 betreffend die Wiederherstellung der Originalbundeshymne ein, die von allen Parteien außer von der FPÖ im letzten Ausschuss am 25. November durch Kenntnisnahme erledigt wurde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Petition oder diese Bürgerinitiative ist nicht von uns gestartet worden, sondern von Bürgerinnen und Bürgern. Und dieses Anliegen zeigt auf die Wiederherstellung der ursprünglichen Fassung der österreichischen Bundeshymne ab. In der Begründung heißt es, die Umtextung stellt einen Eingriff in ein poetisches Werk dar. Es handelt sich dabei auch um ein Stück österreichisches Kulturgut, das verändert wurde, ohne auf die Stimme des Volkes zu hören. Meine Damen und Herren, der wahre Grund für den Aufschrei der Bevölkerung, für die Forderung nach einer Wiederherstellung der alten Bundeshymne-Version liegt darin, dass zunehmend am Volk vorbeiregiert wird, wie er sich ja klar gegen eine Politik des Genderwahnsinns richtet, wo eine Minderheit darum bemüht ist, die Mehrheit vor sich herzutreiben. Vielen Dank. Es werde am Volk vorbeiregiert, kritisiert Edith Mühlberg-Huber von der FPÖ. Nächster Redner.